würde, dann könnte man sich ja auch überlegen, auch andere Dinge zu legalisieren. Auch das finde ich schwierig, als Kriterium zur Beantwortung dieser Frage heranzuziehen. Vielen Dank für die Antwort. Und dann kommen wir zur Fraktion Die Linke mit Frau Steinke, bitte schön. Ja, erstmal vielen Dank an Herrn Wirth für die Petition. Das Thema beschäftigt uns ja nicht das erste Mal im Petitionsausschuss, also recht vielen Dank dafür. Ich habe jetzt die Sorge, die Frau Stamm-Fiebig jetzt geäußert hat, habe ich völlig anders verstanden, sondern eigentlich uns ermutigen, positive Entscheidungen zu fällen, auf die Meinung der Bürgerinnen und Bürger zu hören, wie wir es ja auch schon oft getan haben. Sie haben ja das Beispiel auch genannt. Und uns zu ermutigen, also auch weiterhin sich den Bürgerinnen und Bürgern zu widmen. Also ich habe das als Aufforderung an uns, weiter aktiv für die Bürgerinnen und Bürger da zu sein, aufgefasst. Also auch dafür herzlichen Dank. Die Bundesregierung, der parlamentarische Staatssekretär hat jetzt eben gesagt, es ist nachgewiesen, dass also der Cannabisverbrauch Gesundheitsrisiken also nachgewiesen werden. Also Herr parlamentarischer Staatssekretär, das Gleiche gilt natürlich für Alkohol und Nikotin. Also das ist auch nachgewiesen, dass das Gesundheitsrisiken in sich birgt. Und deshalb ist trotzdem sind Zigaretten und Alkohol nicht verboten. Also diese Argumentation, die halte ich also für falsch. Und ich möchte doch schon noch mal auf den Text, die zwei Zeilen der Petition noch mal vortragen. Der Bundestag möge den Markt für Cannabis als Genussmittel regulieren und dabei besonders, und jetzt kommen die Sorgen, die auch schon geäußert werden, die Aspekte des Jugendschutzes, Prävention, Verbraucherschutz und Qualitätskontrollen berücksichtigen. Ich denke, das ist eindeutig und dem könnte man sich anschließen. Wenn jetzt die Zahl hier fällt von 1 Million Verfahren gegen Konsumenten, da sage ich immer nur, was ist das für eine Verschwendung von Polizeiarbeit? Also und was die Gerichte beschäftigen sich danach damit. Also Steuergelder, die hier verschwendet werden, um also hier Menschen zu verfolgen, weil sie also Cannabispflanzen anbauen und so weiter. Also ich weiß, mein Mann ist Schöffe in solchen Gerichtsverfahren. Also es ist ein Wahnsinnsaufwand. Meine Frage geht jetzt einmal an die Bundesregierung und an den Petenten. Wie schätzen Sie also die Reduzierung von Gesundheitsrisiken ein, die durch eine staatliche Kontrolle des THC-Wirkstoffgehalts und der Inhaltsstoffe wegfallen könnte? Das möchte ich bitte von beiden beantwortet haben. Und an die Bundesregierung die Frage, würden Sie der These zustimmen, dass die Verbotspolitik gescheitert ist? Und sind Ihnen denn Daten bekannt, wonach ein Verbot im Bereich der Drogenpolitik einen positiven und wünschenswerten Effekt erzielen könnte? Und eine dritte Frage an beide. Würde die Legalisierung einer Droge wie Cannabis nicht auch mindestens zu einer Schwächung der internationalen Drogenkartelle durch massive Umsatzeinbußen zur Folge haben, was ja etwas Positives wäre? Dankeschön. Gut, dann haben wir zwei Fragen an die Petenten. Und dann würde ich Ihnen zur Beantwortung das Wort erteilen oder nach der Bundesregierung. Bitte schön. Gut, zwei. Ich habe jetzt die Gesundheitsschutzeffekte der Legalisierung rausgehört als eine. Was war die andere? Die Legalisierung, Schwächung Drogenkartelle. Okay, geschwächte Drogenkartelle. Dann fange ich mit dem letzten Punkt an, auch in Replik auf die Bundesregierung. Selbstverständlich schwächt die Legalisierung von Cannabis organisierte Kriminalität. Es wird sie nicht völlig ausradieren, auch völlig klar. Die haben andere Betätigungsfelder. Aber Sie wissen auch alle, Cannabis ist die am meisten verbreitete Droge in Deutschland, weltweit, wie auch immer, illegale Droge jedenfalls. Und das ist ein erheblicher Teil des Umsatzes dieser Strukturen. Und den kann ich Ihnen zumindest zum großen Teil wegnehmen. Vielleicht auch nicht zu 100%. Wir haben auch einen illegalen Zigarettenschwarzmarkt. Aber sicherlich in den ersten Jahren bis 80-90% des Marktes dürfte man kommen, der denen dann einfach nicht mehr zur Verfügung steht. Und dieses Umschwenken dieser kriminellen Strukturen auf andere Tätigkeitsbereiche halte ich persönlich ehrlich gesagt für Unsinn, weil das im Prinzip der Gedanke dahinter steckt, dass es noch unbeackerte Tätigkeitsfelder gibt. Dass es im Prinzip Nachfrage nach anderen Drogen oder nach Zwangsprostitution oder so existiert, die nicht bedient wird. Und das ist im Prinzip der gedankliche Fehler dabei. Wenn diese Märkte existieren und wir haben ernsthaft kriminelle Strukturen, dann bedienen die die auch heute schon. Da ist kein Brachfeld, was da liegt, wo die sich dann drauf stürzen, wo sie jetzt sagen, nö, wir sind ja so schön mit Cannabis beschäftigt. Man wird diese Strukturen schwächen und ihnen einen erheblichen Umsatzanteil wegnehmen. Zu den Gesundheitseffekten.
Da ist zunächst tatsächlich mal die geprüfte Qualität zu nennen. Es gibt noch relativ wenig Forschung, was das mit den Menschen macht, wenn sie Streckmittel rauchen, wie Zucker zum Beispiel, der auf die Blüten aufgetragen wird, wie Blei zum Teil. Da gab es ja mal eine Vergiftungswelle in Leipzig. Das krasseste Beispiel, was bis jetzt passiert ist, wo offensichtlich war, dass auf einmal 100 Leute mit einer Bleivergiftung auf einmal beim Arzt aufgeschlagen sind. Es gibt Flüssigkunststoffe, die auf die Blüten aufgetragen werden, wo noch kein Mensch weiß, wie das auf Dauer wirkt, wenn die Leute das rauchen und das auch gar nicht merken zum Teil dann. Und wie gesagt, das ist eine Gefahr für alle Konsumenten, eben auch für die 90% der Konsumenten, die ansonsten mit Cannabis überhaupt kein Problem haben. Und was auch gesundheitsschutz- und präventiv wirken wird, ist eine vernünftige Produktdeklaration, dass wir also zum Beispiel auch wissen, wie viel ist denn eigentlich an THC drin im Produkt und wie viel CBD auch, also ein anderes Cannabinoid, was zum Beispiel den psychotischen Wirkungen des THC entgegenwirkt. Da werden dann nämlich auch Leute auf weniger starke Sorten zurückgreifen, wenn sie eben reproduzierbar sozusagen im Fachgeschäft sich da rantasten können. Ich bin sicher, es werden Leute auch auf mildere Sorten umsteigen, die gar nicht so ein Hardcore-Brettergras, sage ich jetzt mal salopp, haben wollen. Jetzt im Moment haben sie die Möglichkeit im Prinzip gar nicht. Sie kriegen irgendwelches Grünzeug, wissen gar nicht, wie stark das ist. Und auch das wäre sicherlich ein erheblicher Fortschritt. Vielen Dank. Dann Herr Dr. Gebhardt für die Bundesregierung. Zu Ihrer ersten Frage an mich. Die These, die Verbotspolitik sei gescheitert, teilen wir nicht. Denn es gibt, und ich wiederhole, was ich vorhin bereits ausgeführt habe, es gibt einen hohen Anteil in der Bevölkerung, einen hohen Anteil von Menschen bei uns, die niemals in ihrem Leben mit illegalen Drogen in Kontakt gekommen sind, auch deswegen, weil sie verboten sind. Zu Ihrer zweiten Frage, ob die Legalisierung zu einer Schwächung der Drogenkartelle führen könnte oder würde. Es steht die Befürchtung im Raum, dass eine Legalisierung von Cannabis zu Genusszwecken dazu führen könnte, dass sich kriminelle Aktivitäten verlagern, dass es einen Handel gibt, einen verstärkten Handel mit anderen illegalen Substanzen, sodass unterm Strich eine Legalisierung von Cannabis eben nicht zu einer Schwächung der Drogenkartelle führen würde. Vielen Dank. Dann begrüße ich ganz herzlich in unserer Runde Frau Dr. Kappert-Gonter und ja, unter uns, sie ist für diese Sitzung als Mitglied berufen oder durch die Grüne Fraktion. Und vielleicht kommt sie öfters zu uns, wenn es ihr bei uns gefällt. Sie haben das Wort. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Wenn es so spannend wird wie heute, sehr gerne. Ich habe zwei Fragen an den Petenten. Wir haben ja gehört, die These, Strafe würde vor Konsum schützen. Alle Zahlen sagen das Gegenteil. Die Zahlen in Deutschland sagen das Gegenteil. Die Zahlen weltweit sagen das Gegenteil. Vielleicht können Sie da noch mal etwas Erhellendes beitragen. Dann haben Sie argumentiert mit dem Gesundheitsschutz, dass die potenziellen Risiken auf dem Schwarzmarkt, wenn man Cannabis konsumiert, eben die Gesundheitsrisiken verstärken würden. Das teilen wir als Grüne ausdrücklich, diese Position. Das teilen im Übrigen auch die Kanadier, weshalb sie jetzt ja einen kontrollierten Markt schaffen. Und das teile ich im Übrigen auch als Suchtärztin, dass die potenziellen Risiken durch den Schwarzmarkt verstärkt werden. Sie haben angesprochen die synthetischen Cannabinoide und den Unterschied in der Menge an THC und CBD in verschiedenen Darreichungsformen. Könnten Sie das noch mal etwas deutlicher ausführen, wo die Probleme an den Streckmitteln sind, die gesundheitsschädigenden, wo die für die synthetischen Cannabinoide liegen und welche Wirkung THC versus CBD haben? Das ist die erste Frage. Und die zweite Frage ist, wie stellen Sie sich eine kontrollierte Freigabe vor? Sie sprechen ja von einem geregelten Markt. Wir als Grüne haben das Cannabiskontrollgesetz vorgelegt, wo wir das auch vorschlagen. Können Sie ganz kurz umreißen, wie dieser geregelte Markt Ihrer Meinung nach aussehen sollte? Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin. Und dann hat der Petent. Ja, diesmal habe ich tatsächlich sogar drei Fragen gehört. Die erste war, Strafe schützt vor Konsum. Ist das wirklich so?
Ich denke, dass es nicht so ist. Insbesondere immer geschaut auf die Risikogruppen, nämlich Jugendliche. Wir sind uns alle völlig einig, je früher der Konsum beginnt und je mehr konsumiert wird, desto größer sind die Risiken und das ist ein Problem. Und insbesondere diese Gruppe ist möglichst zu schützen oder in die Richtung zu beeinflussen, dass sie eben nicht früh anfängt. Und wir sehen aber, da hat das Verbot im Prinzip am allerwenigsten bzw. gar keinen Effekt. Während bei älteren Generationen tatsächlich vielleicht noch ein bisschen abschreckende Wirkung da ist, wo aber letztendlich auch überhaupt kein Problem besteht, wenn die mal probiermäßig Cannabis ausprobieren. Wir sehen das in Colorado eben zum Beispiel, wo offiziell die Regierung in Colorado sagt, kein Konsument im jugendlichen Alter mehr als 2011, bevor dem Legalisierungsbeschluss, aber ein paar Silver-Ager mehr, die mal probieren, die dann auch weniger Alkohol konsumieren. Das ist auch dann ein Seiteneffekt. Aber das betrifft immer ältere Konsumenten, während bei Jugendlichen ja auch der Reiz des Verbotenen dazukommt. Die BZGA hat zum Beispiel mal eine Umfrage gemacht bei Jugendlichen, die nicht konsumieren, warum sie nicht konsumieren. Und die haben dann gesagt, ja, interessiert mich nicht, die Wirkung interessiert mich nicht, ich habe Angst davor, das passt nicht in meinen Freundeskreis. All solche Dinge. Und das Verbot war dann noch bei 3% der Antworten, hat es dann noch eine Rolle gespielt als Abschreckung. Diese 3% erreicht der Reiz des Verbotenen auf der anderen Seite sicherlich auch. Deswegen habe ich gesagt, dass im Prinzip jeder Nachweis fehlt, dass insbesondere in der Risikogruppe das Verbot irgendeine senkende Wirkung hat. Dann zum Thema Gesundheitsschutz, Prävention und so weiter. Also tatsächlich glaube ich, dass dieses Verbot ein zusätzliches Problem für die Gesundheit der Konsumenten ist. Die Streckmittel habe ich schon erwähnt eben. Wie gesagt, Bleisulfid hat es da gegeben. Es gibt Flüssigkunststoff, Zucker, Hormone, wirklich unglaubliche Mixturen findet man da teilweise. Oder Dünger, der nicht über die Wurzeln aufgenommen wird, sondern einfach die Blüten reingezoppt werden und dann abgetrocknet werden. Die Leute rauchen das dann. Das kann nicht gut sein. Es gibt da zu wenig Untersuchungen, aber ich gehe davon aus, dass das nicht besonders gesund ist für die Bevölkerung. Und was auch noch dazu kommt, ist das Thema Prävention, was ich hier ganz gerne mal noch anbringen würde, eben im Hinblick auf junge Menschen insbesondere. Denn es entsteht ja durch das Verbot auch eine gewisse Tabuisierung. Das heißt, offenes Sprechen über den Konsum ist schwer möglich. Wir haben in den Schulen bei Präventionsveranstaltungen oft immer auch noch Polizei, die das macht, wo die Präventionsstellen der Polizei dann hingehen, Prävention im Unterricht machen und bei Alkohol ja dann durchaus einen akzeptierenden Ansatz fahren, den ich im Grunde auch sinnvoll finde, zu sagen, ja, ab und zu mal was trinken zum Spaß ist schon in Ordnung, aber kenn dein Limit. Das ist ja im Prinzip so die Message. Übertreib's nicht, sei dir der Risiken bewusst und das funktioniert eben bei Cannabis so nicht. Kein Schüler wird auch über seine eigenen Konsumerfahrungen in der Schule mit Polizisten reden, die da den Präventionsunterricht machen. Deswegen sind ja auch große Teile der Präventionslandschaft mittlerweile für die Legalisierung sehr prohibitionskritisch oder befürworten zumindest Modellprojekte. Das ist im Prinzip bei einer großen Mehrheit der Berliner Suchthilfelandschaft so, das ist in Hamburg so, bis hin zur Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen sagen alle, wir müssen da neue Wege finden, gerade mit Hinblick auf Gesundheit und Jugendliche. Zum Thema Cannabinoide vielleicht noch mal kurz. Das ist ein häufig gehörtes Argument. Cannabis ist heute viel stärker als früher. Es sind so hohe THC-Werte heutzutage. Das ist jetzt eine harte Droge. Und auch das halte ich nicht für sinnvoll. Ganz einfaches Beispiel ist Dronabinol, was gerade auf dem Medizinmarkt sehr verbreitet ist. Das ist 100% THC im Prinzip. Und je nach Dosierung eben auch relativ viel THC. Und im Grunde alleine nicht das Problem, sondern die Möglichkeit, das vernünftig zu dosieren, ist das eine, dass man eben eine Produktdeklaration hat, dass man wirklich weiß, wie viel Wirkstoff nehme ich denn da eigentlich gerade zu mir und nehme nicht da eine Bombe zu mir, die ich da vorher überhaupt nicht einschätzen kann. Man bestellt in der Kneipe auch nicht ein Glas Alkohol, sondern man überlegt sich vorher, was man da nimmt und kriegt dann ein kleines oder ein großes Glas. Wichtig ist aber vor allen Dingen die Zusammensetzung der Stoffe. THC kann bei insbesondere empfindlichen Menschen zu psychotischen Problemen führen.
was durch CBD wiederum abgemildert wird. Cannabidiol, ein anderer wichtiger Wirkstoff in der Pflanze. Und das ist eher das Problem. Weil bei der illegalen Züchterei in den letzten Jahrzehnten auf THC optimiert gezüchtet worden ist und relativ wenig CBD in manchen Sorten übrig ist, die viele Leute dann weniger gut vertragen. Da wäre es insbesondere eben auch gut, beide Stoffe deklariert zu haben, dass man da eben auch zu verträglicheren Sorten am Ende greifen kann. Und ein Hinweis noch dazu, vor 20, 30 Jahren wurde vor allen Dingen Haschisch konsumiert in Deutschland. Und das hat sowieso viel mehr THC als Marihuana, als die Hanfblüten, weil es eben ein Konzentrat ist. Und selbst wenn wir sehen, der THC-Anteil im Marihuana ist gestiegen in den letzten 30 Jahren, das ist sicherlich so, aber es hat in derselben Zeit einen Umschwung gegeben von Haschischkonsum zu Marihuana-Konsum und unter dem Strich in der Ware, die die Leute konsumieren, ist der THC-Konsum dadurch letztendlich immer noch derselbe. Nur die Zusammensetzung hat sich geändert und da wäre eine Produktdeklaration äußerst sinnvoll. Vielen Dank. Dann ist die Fragerunde der Obleute damit der Berichterstatter beendet. Ich komme zur zweiten Runde. Die Fragemöglichkeiten der Obleute oder einer Ihrer Vertreter. Wir würden das wieder nach Fraktion Reihe rum machen. Ich frage immer rum. Dann wäre zunächst die Unionsfraktion an der Reihe. Wer will? Wieder Kollege Henrichmann. Bitte schön. Ich würde gerne noch mal bei Herrn Gebhardt nachfassen zu den Eingangsfragen, die ich gestellt habe. Und zwar hatten wir so ein bisschen beleuchtet die organisierte Kriminalität. Sie hatten die These aufgestellt, dass sich die Geschäftsfelder sozusagen verlagern würden auf andere Bereiche, andere Substanzen. Frage, haben Sie da Zahlen, Erfahrungen auch aus anderen Ländern? Weil wir hier ich sag mal, Beispiele gehört haben in die andere Richtung. Die Frage, die ich mir stelle, kann das zu einem Preisverfall führen, dass sozusagen der Schwarzmarkt reagiert, indem er seine Mittel oder seine Ware deutlich vielleicht günstiger sogar anbietet, mit dem Effekt, dass dann erst recht zusammen mit der Gesellschaftsfähigkeit Verdrängung auf dem Schwarzmarkt stattfinden kann? Und die zweite Frage ist die These, die auch hier durchkommt, dass sozusagen durch die Legalisierung der Reiz des Verbotenen entfallen könnte, vielleicht dann mit positiven Folgen, dass der Konsum am Ende sogar sinkt. Oder aber könnte es vielleicht erst recht dazu führen, dass insbesondere Kinder und Jugendliche, um die ich mir dann vorrangig Gedanken machen würde, auch animiert und angestiftet werden, mit den entsprechenden Folgewirkungen. Danke. Vielen Dank. Dann Herr Staatssekretär, bitte. Wir sind keine Zahlen bekannt zu diesem Schwarzmarkt und inwieweit es da zu bestimmten Veränderungen von Preisen kommen würde. Da ist, denke ich, auch viel Spekulation dabei. Aber vorstellbar ist es durchaus, was Sie skizzieren. Aber es ist natürlich schwer vorherzusagen und auch schwer zu belegen. In der Tat, die Befürchtung, die steht im Raum, dass es bei einer Legalisierung für Erwachsene zu Ausweichbewegungen kommen könnte, dass es zu Verlagerungen kommen könnte und dass am Ende vor allem Kinder und Jugendliche stärker ins Visier genommen werden und wir dadurch stark gegenteilige Effekte erzielen würden. Ich will gerne auch noch einen Punkt nachtragen, und zwar bei der Frage der Risiken und der Folgen einer Ausweitung des Cannabiskonsums im Falle einer Legalisierung, muss man eben auch sehen, eine nicht geringe Anzahl von Personen sucht wegen des problematischen Gebrauchs von Cannabis die ambulanten und stationären Einrichtungen des Suchthilfesystems in Deutschland auf. Und ich darf an der Stelle auch aus einer persönlichen Erfahrung schildern. Ich war vor nicht allzu langer Zeit in einer solchen Einrichtung und ich kann es nur jedem empfehlen, einmal ein Gespräch zu suchen mit den Ärzten, die diese Menschen dort behandeln. Ich denke, es ist auch für die Meinungsbildung durchaus wichtig. Danke. Dann für die SPD-Fraktion Redebedarf. Frau Stamm-Fiebig nochmal. Ja, gerne.
Ich möchte noch mal eine Frage an die Bundesregierung stellen, und zwar der Geschäftsführer Raphael Gassmann von der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen hält die derzeitige Politik, die Cannabispolitik, für falsch, und auch aus Sicht der Suchtkrankenhilfe, die wir ja immer auch im Fokus haben müssen, sei die strafrechtliche Verfolgung nicht hilfreich. Cannabis sei ein riskanter Stoff. Die Kriminalisierung führe aber dazu, dass sich Suchtkranke erst spät Hilfe suchen. Und außerdem könne eine angemessene Aufklärungsarbeit stattfinden. Die Zahlen sprechen nicht für ein Verbot, weil international nicht erkennbar sei, dass Prohibition den Konsum senken würde. Das ist die Ausführung der Berliner Zeitung von Februar 2018. Wie beurteilt die Bundesregierung die Haltung der DHS im Hinblick auf die Beziehung zwischen Cannabis-Prohibition und Suchtprävention? Und das heißt, den Gesundheitsschutz der Bevölkerung. Wir müssen ja auch zur Kenntnis nehmen, dass wir bei dem Thema Sucht gleich in der Tabak das Thema Arzneimittel haben, dann Alkohol und dann die Drogen kommen. Also ich denke, dieses Thema Gesundheitsschutz ist schon ein sehr großer. Und wie beurteilen Sie das von der Bundesregierung aus? Der Gesundheitsschutz ist für uns natürlich das Entscheidende. Aber man muss sehen, wir haben ja eine breit aufgestellte, ausgewogene Drogenpolitik, die auf der einen Seite zunächst auf Prävention zielt, aber eben auch auf Beratung, und da wird sehr viel gemacht in Deutschland, und dann auf Behandlung, auf Hilfen zum Ausstieg, auf Maßnahmen zur Schadensreduzierung und die Bekämpfung der Drogenkriminalität. Also es ist ja eine ganze Palette von Ansatzpunkten, die wir verfolgen, sehr intensiv verfolgen. Und deswegen muss man, glaube ich, die Drogenpolitik insgesamt betrachten, um dann eben eine Bewertung vornehmen zu können. Vielen Dank. Die AfD-Fraktion, eine Wortmeldung. Herr Ebner, bitte. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Herr Gebhardt, ich habe eine Frage, denn die Folgefrage des Kollegen, glaube ich, wurde nicht beantwortet. Und zwar, ob es Erkenntnisse gibt bezüglich der Kosten der gesundheitlichen Belastung durch den Cannabisgebrauch. Das war die erste Frage, die ich habe. Und der zweite Punkt ist ganz grundsätzlich mal die Frage, ob wir nicht in gewisser Weise hier eine Scheindiskussion führen, denn Sie sagten gerade, dass das Verbot wirken würde von Cannabis. Ich muss Ihnen, da muss ich ganz ehrlich sagen, aus eigener Erfahrung da entschieden widersprechen, denn wenn ich zum Beispiel beruflich irgendwo unterwegs bin, ich gehe zum Beispiel aus dem Bahnhof in Bremen raus und werde von zwei, in dem Fall Schwarzafrikaner, angesprochen, lehne ab und gehe kurz danach sofort zu einer nebenstehenden Polizei, weise darauf hin, dass hier Drogen angeboten werden, und die zucken mit den Schultern, glaube ich nicht, dass das Verbot wirklich wirkt. Und zum Beispiel auch jetzt nicht Bremen nur zu nennen, auch München. Meine Kinder gehen dort zur Schule und sagen mir, man bekommt es, auch ihr Klassenkameraden, überall. Von daher glaube ich definitiv nicht, dass das Verbot wirkt. Und ich habe definitiv ein Problem damit, denn es kann nicht sein, dass wir etwas verbieten und damit in dem Fall ein Schwarzmarkt, in dem Fall natürlich, weil Konsum erfolgt, auch irgendwo herausfordern, aber keinerlei wirklich wirkungsvolle Kontrolle dieses Verbots durchsetzen. Da würde ich ganz gerne Ihre Stellungnahme. Danke. Vielen Dank. Herr Staatssekretär, bitte. Mir ist keine Zahl jetzt bekannt zu den Kosten, die Sie angesprochen haben, aber wir können das gerne auch im Nachgang noch mal prüfen und Ihnen gerne auch nachreichen, wenn wir Zahlen dazu haben. Aber die Frage, ob ein Verbot wirkt. Sie sagen, nein, es wirke nicht, weil es offenkundig so viele Cannabiskonsumenten gibt. Aber entscheidend ist doch, um die Frage zu beantworten, ob wir im Falle einer Legalisierung mehr Konsumenten als heute hätten oder ob wir weniger Konsumenten als heute hätten. Und die Befürchtung, die es eben gibt, ist, dass wenn es zu einer Legalisierung käme, dass eine gewisse generalpräventive Wirkung zurückgehen würde und unterm Strich mehr Konsumenten da wären, als heute da sind. Vielen Dank. Die FDP-Fraktion, bitte. Ja, vielen Dank. Herr Dr. Gebhardt, also bis jetzt bin ich noch nicht richtig zufrieden mit Ihren Antworten. Vieles wissen Sie selber noch nicht, das sagen Sie ja. Die sind dann noch nicht auf dem richtigen Weg. Unser Vorschlag wäre ja zu sagen, was spricht eigentlich gegen ein Modellprojekt? Lasst uns doch Modellprojekte machen, die wissenschaftlich begleitet sind und wo wir Erkenntnisse daraus haben, wie geht man eigentlich mit der Drogenpolitik in Zukunft um? Das würden wir gerne einfach mal
auf den Weg bringen. Und da hätte ich ihr gerne Ihre Antwort, ob das möglich ist. Dann noch eine Frage an Herrn Wurt oder vielleicht auch zwei. Mich interessieren, ich bin ein Kind der 68er und habe da auch einige Kenntnisse mitbekommen. Und mich würde mal, also nicht persönlich, nicht falsch verstehen, aber es war sicher schon, schon mal Thema. Außerdem ist es längst verjährt. Die Frage Konsumenten, was sind heute die Beweggründe? Haben Sie da Kenntnisse und wie gehen Sie damit um, wenn man Ihnen vorwirft, das ist doch eine Einstiegsdroge? Und als nächstes einfach mal Ihre Meinung zu Risiken im Straßenverkehr. Das hätte ich gern gewusst. Ich muss mal eben die drei Fragen sortieren. Ging auch ohne mich. Also Beweggründe der Konsumenten. Ich weiß nicht, ob sich da arg viel verändert hat. Letztendlich glaube ich, der Mensch hat ein Bedürfnis nach Rausch. Es gibt im Prinzip keine Erwachsenen, so gut wie keine, die über Jahrzehnte völlig frei von irgendwelchen psychoaktiven Substanzen leben, sei es eben Alkohol, Cannabis, Medikamente, Kaffee und so weiter, Tabak. Überlegen Sie mal, wer in Ihrem Umfeld überhaupt keine Substanzen zu sich nimmt. Das kann verschiedene Gründe haben. Bei Cannabis spielt wahrscheinlich Entspannung zum Beispiel eine größere Rolle oder auch diese Frage nach Bewusstseinsveränderungen. Bei den problematischen Konsumenten sicherlich auch irgendwie Verdrängung von Problemen. Da gibt es ganz viele Konsummotive, denke ich mal. Aber letztendlich steht halt die Erkenntnis dahinter, der Mensch nimmt Drogen seit Jahrtausenden, im Prinzip seit Anfang der Menschheitsgeschichte. Und die Frage ist nur, warum hat der Staat selektiv ausgesucht, welche Substanzen er zu sich nehmen darf und welche nicht? Wir haben hunderte von verbotenen Substanzen, auch ganz viele, die hier wahrscheinlich kein Mensch kennt, auch pflanzliche Substanzen, die auch traditionell seit Jahrtausenden eine Rolle spielen, sodass am Ende eigentlich im Wesentlichen nur noch Alkohol und Tabak übrig geblieben ist und es ein Alkoholkonsumgebot in Deutschland gibt für die Menschen, die eben Rausch erfahren wollen. Und das halte ich einfach für einen Fehler. Wir müssen überlegen, aus welchen Gründen diese willkürliche Einteilung stattgefunden hat. Und es wird immer gesagt, Cannabis ist verboten, weil es so gefährlich ist. Und ich bin auch nicht hier, um die Gefährlichkeit von Cannabis runterzureden. Aber ich sehe da immer eine völlig unsinnige Zwiespaltung sozusagen im Vergleich Alkohol und Cannabis. Weil kein Wissenschaftler wird unterschreiben, dass Alkohol weniger gefährlich ist als Cannabis und das deswegen erlaubt ist. Also mit anderen Worten, es gibt keine medizinische Begründung dafür, dass Cannabis verboten ist und Alkohol nicht. Wir müssen uns überlegen, wie wir dahin kommen, dass die Menschen möglichst sinnvoll ihre Rauschmittel und Genussmittel zu sich nehmen, im Sinne von wenig Probleme. Nicht zur Problemverdrängung zum Beispiel. Das sollte in der Schule im Präventionsunterricht eine Rolle spielen. Konsummotive und so weiter. Mehr Risikobewusstsein für jede einzelne Substanz. Und so weiter. Einstiegsdroge, schönes Stichwort. Das ist völliger Unsinn, wissenschaftlich komplett nicht mehr up to date sozusagen, die Frage Einstiegsdroge. Cannabis ist keine Einstiegsdroge. Sonst hätten wir Millionen von Heroinkonsumenten, um es mal irgendwie ein bisschen zuzuspitzen. Und die ersten Drogen, die die Menschen zu sich nehmen, sind Tabak und Alkohol. Das Einstiegsalter liegt deutlich darunter. Praktisch alle Cannabiskonsumenten haben vorher diese Substanzen konsumiert. Und wenn es überhaupt eine Einstiegsdroge gibt, dann ist es Alkohol und Tabak. Es mag vielleicht der Einstieg für viele sein in den illegalen Bereich. Das ist ja oft die erste illegale Substanz, die Menschen konsumieren, wenn sie überhaupt dann noch andere konsumieren. Ich kenne jede Menge Cannabiskonsumenten, die überhaupt keine anderen illegalen Drogen konsumieren. Zur Führerscheinfrage. Das ist ein wichtiges Stichwort. Das ist eigentlich der härteste Repressionsbereich für viele Menschen da draußen, die ein Strafverfahren vielleicht irgendwie verkraften würden für 5 Gramm oder so, wenn sie da mal mit einer kleinen Konsummenge erwischt werden. Aber wir haben jede Menge Leute, die ihren Führerschein verlieren, obwohl sie nicht berauscht gefahren sind. Weil zum Beispiel auch Besitzverfahren ohne Zusammenhang mit Straßenverkehr werden regelmäßig an die Führerscheinstellen gemeldet. Das wäre so, als wenn man aus dem Supermarkt kommt mit 2 Flaschen Bier und die Polizei meldet das an die Führerscheinstelle. 0 Zusammenhang mit Straßenverkehr. Und wir haben extrem niedrige THC-Werte,
für Menschen, die Auto fahren, mit 1 Nanogramm THC pro Milliliter Blut. Das sind Werte, die haben manche Leute je nach Stoffwechsel noch Tage nach dem letzten Konsum. Dabei ist nach 8 Stunden allerspätestens nach dem letzten, zumindest inhalierten Konsum, sind die Leute fahrtüchtig. Das sagen im Prinzip die Studien. Und die Leute haben diesen Wert viel länger noch im Blut, weil sich THC eben auch nicht so linear abbaut wie Alkohol, 0,1 pro Stunde, sondern mit Halbwertzeiten. Die Wirkung ist relativ schnell weg, aber Restwerte sind noch lange da. Deswegen brauchen wir da andere Grenzwerte und eine Angleichung letztendlich zum Alkohol im Straßenverkehr. Colorado hat zum Beispiel 5 Nanogramm im Blut, Vollblut, nicht Serum wie bei uns. Das ist also nochmal doppelt so viel. Im Grunde haben die nach unserem Messsystem 10 Nanogramm, wo wir 1 Nanogramm haben. Und da gibt es auch nicht mehr Verkehrstote. Ich habe noch eine Frage eben von Frau Kappert-Gonter nicht beantwortet, nämlich die Frage, wie wir uns die kontrollierte Freigabe vorstellen, die Regulierung dieses Marktes. Da will ich noch kurz drauf eingehen. Ich lasse mal jetzt weg, woher das Cannabis kommt, wo es angebaut wird oder wie es importiert wird, sondern konzentriere mich darauf, wir würden uns Fachgeschäfte vorstellen, also kein Cannabis in jedem Supermarkt, nicht an jeder Tankstelle und so weiter, sondern wirklich ganz klar definierte Verkaufsstellen, die eine Lizenz dafür haben, die auch nichts anderes verkaufen, im Zweifelsfall. Und die sind dann auch im Übrigen auf Jugendschutz wesentlich besser kontrollierbar. Wenn jetzt alle sagen, das klappt ja schon bei Alkohol nicht mit dem Jugendschutz. Ja, logisch, wenn wir alleine in Berlin, was weiß ich, wie viele 1000 Verkaufsstellen haben, wie will man die alle kontrollieren mit Testkäufern oder so. Aber wenn ich lizenzierte Fachgeschäfte habe und nicht eben jede Tankstelle das verkauft, dann habe ich die auch im Griff. Da kann ich da auch Testkäufer hinschicken und die werden einen Teufel tun, ihre Lizenz zu verlieren, mit der sie gutes Geld verdienen. Auch wieder Beispiel Colorado, bei den Tests hat sich eben ergeben, ja, die machen Ausweiskontrollen, die verkaufen nicht an Jugendliche, das funktioniert. Ja, und in diesen Fachgeschäften kann man dann eben auch Personal hinstellen, was Ahnung hat vom Thema, was beraten kann. Da kann man auch die zum Beispiel verpflichten, Informationen zu Suchtberatungsstellen auszulegen. Da ist also einiges möglich. Und Werbeeinschränkungen, vielleicht auch noch ein wichtiges Stichwort. Auch das würde ich bei Cannabis machen, wie bei allen Drogen letztendlich. Die Leute sollen frei entscheiden können, ob sie Alkohol oder Cannabis konsumieren. Aber sie sollen nicht durch kommerzielle Interessen dahin gedrängt werden. Und das fände ich auch bei Alkohol und Tabak sinnvoll. Vielen Dank. Dann habe ich noch 2 Fraktionen. Ich hatte eine Frage. Oder Herr Gebhardt, Entschuldigung, genau. Da waren noch die beiden Fragen von Herrn Totenhausen. Ja, das ist genau die Frage, was ist der richtige Weg? Also wir sind eben nicht der Meinung, dass der richtige Weg darin besteht, Cannabis zu legalisieren. Und das ist auch der Grund, weshalb wir bislang keine Modellprojekte initiiert oder auf den Weg gebracht haben. Zu der Frage Einstiegsdroge, nach meinen Kenntnissen ist es nicht belegt, dass Cannabis eine oder die Einstiegsdroge ist. Und was die Bandbreite der Konsumenten angeht, mir sind hier keine belastbaren, harten, empirischen Fakten bekannt. Aber nach dem, was ich so einschätzen kann, gibt es durchaus eine breite Bandbreite von Menschen, die eher gelegentlich bis hin zu Menschen, die sehr regelmäßig Cannabis konsumieren. Und auch im Hinblick auf Alter gibt es durchaus eine breite Bandbreite von doch relativ sehr jungen Menschen bis hin zu älteren Menschen. Vielen Dank. Dann hat jetzt für die Fraktion Die Linke Frau Kollegin Steinke das Wort. Ja, vielen Dank. Nochmals auf den Staatssekretär. Also für mich oder auch sicher für den Petenten geht es ja nicht darum, dass es weniger Konsumenten werden. Und Sie sagten ja vorhin, ob es mehr oder weniger, sondern es geht um eine regulierte Abgabe. Und darauf müssen wir uns, glaube ich, auch verständigen. Meine konkrete Frage an Sie. Gibt es einen Nachweis, wie viele Tote durch übermäßigen Alkoholkonsum es seit 2017 oder 2016 gab, wie viel durch übermäßigen Nikotin, also Tabakkonsum, und wie viele Tote es über übermäßigen Cannabiskonsum gibt. Die Zahl würde mich, wenn sie vorliegt, interessieren. Wenn nicht, möchte ich sie bitte nachgereicht haben. Können wir die Fragen beantworten oder müssen wir das schriftlich machen? Also die erste Frage kann ich beantworten. Die erste, ja. Also Ihre erste Frage kann ich direkt beantworten. Doch unser Ziel ist es, dass die Zahl der Konsumenten von Cannabis zurückgeht. Das ist unser erklärtes Ziel, und zwar aus Gründen des Gesundheitsschutzes wollen wir, dass so wenig Menschen wie möglich, im Idealfall gar keine Menschen
Cannabis konsumieren, zu Genusszwecken oder zu Rauschzwecken. Zu der Zahl der Toten, mir liegen jetzt keine Zahlen vor. Wollen Sie was ergänzen? Oder? Dann würde ich die Frage gerade weitergeben zu der Zahl. Vielen Dank. Also Cannabis-Zahlen dazu, in wie vielen Fällen Cannabis zum Tod unmittelbar geführt hat, liegen der Bundesregierung nicht vor. Es gibt allenfalls Cannabis im Zusammenhang mit anderen Substanzen oder eben Vorerkrankungen zu Todesfällen führen. Dankeschön. Vielen Dank. Darf ich kurz eine... Ja, Nachfrage. Ganz kurz. Also ist es jetzt eine These, dass das also gefährlicher als Alkohol Nikotin ist? Weil da gibt es ja Zahlen, also soweit mir bekannt ist, 70.000 Tote durch Alkoholkonsum im vergangenen, also jährlich durchschnittlich. Also ist es doch auch ein Aspekt, nochmal darüber nachzudenken, warum wir dann unbedingt bei Cannabis das Verbot wollen. Gut. Wollen Sie nochmal darauf antworten? Oder... Nee, wenn Sie keine Zahlen haben, dann... Also, uns sind die Zahlen, die Sie meinen, nicht bekannt. Wir werden das nochmal prüfen. Und wenn es Zahlen gäbe, würden wir Ihnen die gerne zur Verfügung stellen. Gut, dann erteile ich als letzte Fragestellerin Frau Dr. Rottmann das Wort. Ich mache es kurz. Eine Frage an den Petenten, an Herrn Wuth. Der Staatssekretär hat ja gesagt, Gesundheitsschutz ist das Argument für die Kriminalisierung. Wir haben hier ja ein selbstschädigendes Verhalten, über das wir reden, im Zweifel. Nicht für alle, aber für kritische Konsumenten haben wir ein selbstschädigendes Verhalten, was wir eigentlich sonst kaum unter Strafe stellen. Selbst der Selbstmord ist in Deutschland straffrei. Und auch beim Medikamentenmissbrauch käme keiner auf die Idee, deswegen die Apotheken unter Strafe zu stellen. Aber wenn das so ist, also sozusagen das Argument ist ja, die Polizei und die Staatsanwaltschaften sind die geeigneten Organe, um die Menschen von diesem schädlichen Konsum abzubringen. Gibt es irgendwelche Erfahrungen, dass die Polizei da die richtige Institution für diese Aufgabe ist? Und an Herrn Staatssekretär Gebhardt hätte ich noch die Frage, es gibt ja Kriterien für Strafbarkeit. Gesundheitsschutz ist es nicht so einfach, sondern... Öffentliches Interesse ist ein Kriterium, ob ich etwas unter Strafe stelle. Fremdschädigung. Jetzt haben wir hier ein Delikt, was erhebliche Kräfte von Polizei und Staatsanwaltschaften bindet, aber nicht fremdschädigend ist. Es ist der Konsum. Ist nicht in Zeiten, wo wir doch viel diskutieren über Sicherheitslage und deutlich schädlichere Kriminalität, Terror und so weiter, ist es vor dem Hintergrund zu rechtfertigen, dass wir dieses selbstschädigende Verhalten weiter unter Strafe stellen und dafür Ressourcen binden. Herrn Wurt. Ja, danke für die Frage, inwieweit tatsächlich diese Repression zum Gesundheitsschutz beiträgt. Ich glaube, ich habe ja schon mehrfach gesagt, dass das meiner Meinung nach nicht der Fall ist, dass der Schwarzmarkt eher durch die gefährliche Ware, die da unterwegs ist, die Gesundheit eher gefährdet. Einsehbar wäre das ja, wenn man annehmen würde, das Verbot senkt den Konsum, insbesondere bei den Risikogruppen der Jugendlichen. Ich habe auch schon mehrfach hier ausgeführt, dass das nicht der Fall ist, dass es zumindest dafür keinerlei Belege gibt. Keine wissenschaftlichen Studien, die sagen, Jugendliche konsumieren weniger, weil das verboten ist. Das ist nur so eine blumige Annahme sozusagen der Regierung, dass es ja irgendwie so sein muss, wenn es denn verboten ist. Aber ich möchte da nochmal darauf hinweisen, welche Wirkungen das Ganze eben sonst noch so hat. Ich meine, die Verfolgung von Hunderttausenden von Konsumenten jedes Jahr, letztes Jahr ein neuer Rekord, 166.000 Strafverfahren gegen Konsumenten, die allermeisten Erwachsene im Übrigen. Wir kriminalisieren Millionen erwachsene Konsumenten mit der Annahme, dass deswegen Jugendliche weniger Cannabis konsumieren. Das ist doch Irrsinn. Man kann auch die Sache nicht jetzt nur ausschließlich auf diesen Punkt reduzieren, egal welche anderen Argumente da sind, inwieweit wir da Menschen kriminalisieren, inwieweit wir Lebensläufe kaputt machen, inwieweit Leute Jobs verlieren.
inwieweit da dreckiges Zeug auf dem Markt ist, inwieweit wir Hells Angels fördern und so weiter und so fort. Alles nur mit dieser blumigen Annahme, dass das Ganze irgendwie jugendlichen Konsum und riskanten Konsum reduziert, wofür es überhaupt keinen Nachweis gibt. Da bitte ich schon darum, auch diese ganzen anderen Aspekte in die Debatte durchaus mal mit reinzunehmen und alles mal auf die Waage zu legen. Vielen Dank. Dann mit der Bitte um eine kurze Antwort zum Schluss, Herr Staatssekretär Gebhardt. Zum Thema Aufklärung. Wir machen auf Bundesebene eine ganze Menge, insbesondere auch die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung macht eine tolle Arbeit. Und das sind auch die Rückmeldungen, die wir immer wieder erhalten. Aber das, was an den Schulen passiert, ist eben nicht in der Zuständigkeit des Bundes, sondern in der Zuständigkeit der Länder. Zu Ihrer anderen Frage würde ich gerne noch mal an Frau Stür weitergeben. Der bloße Konsum von Cannabis ist nicht strafbar, weil es eben eine reine Selbstgefährdung oder Selbstschädigung ist. Lediglich Handlungen, die eben eine Weitergabe darstellen oder bei denen das Risiko der Weitergabe besteht, was eben auch beim Besitz und Erwerb möglich sein kann, wenn da größere Mengen besessen oder erworben werden, besteht eben grundsätzlich das Risiko, dass eben das Betäubungsmittel auch weitergegeben wird. Deswegen hat der Gesetzgeber eben da eine Strafdrohung vorgesehen. Und in den Fällen, wo es sich um geringe Mengen handelt, besteht eben die Möglichkeit, nach dem Betäubungsmittelgesetz und auch nach der Strafprozessordnung von der Strafverfolgung abzusehen und das Delikt einzustellen. Und davon wird auch in der Praxis in großem Umfang Gebrauch gemacht, sodass ich denke, man kann nicht sagen, dass Konsumenten grundsätzlich kriminalisiert werden. Vielen Dank. Vielen Dank. Damit sind wir am Ende dieses ersten Teils unserer öffentlichen Sitzung. Mit Blick auf die Uhr muss ich das feststellen. Ich glaube aber, dass alle Fragen vollumfänglich beantwortet wurden. Wir werden zwei schriftliche Antworten noch erhalten zum Thema Stand Kosten der die volkswirtschaftlichen Kosten des Konsums von der AfD-Fraktion und von der Linken, die Zahl der Toten durch Alkohol, Nikotin und THC-Konsum. Dann bedanke ich mich für Ihr Kommen. Herr Staatssekretär, Frau Strüher, vielen Dank an den Petenten Herrn Wurth. Wir werden die Beratung im Ausschuss fortsetzen. Ja, dann darf ich vorschlagen, dass wir kurz unterbrechen für 2 Minuten, dass die Zuschauer gehen, die nicht mehr der nächsten Sitzung folgen wollen, und die kommen, die daran teilnehmen wollen. Auch, dass wir hier vorne austauschen. Ja. Dann ist die Sitzung kurz unterbrochen. Gute Idee.
Bei den Fragen und Argumenten, die Sie haben, werden alle im Rahmen der Fragen sicherlich wieder aufkommen. Genau. Ja, wir haben noch 5 Minuten, die ist auch irgendwie. Weil wir haben, ich meine, die Fragen kommen sowieso alle auf und die Argumente, die Sie vorbringen. Wir wollen jetzt eine lebendige Diskussion ein Stück weit haben. Wir machen auch immer direkt Frage-Antwort, wir sammeln nicht erst die Fragen. Also 5 Minuten, das sind so unsere ja, der Vorgänger hat auch immer so ein schwieriges bisschen. Okay. Also, um so eine Lebendigkeit zu haben, so eine gewisse sozusagen Gegenfrage, die auch wenn wir auch machen können, wo so Statements zusammen von den Fraktionen. Ja, das ist ja nett. Die schaffen das. Meine Damen und Herren, dann darf ich die unterbrochene öffentliche Sitzung wieder aufrufen und weiterführen. Wir kommen jetzt zum zweiten Teil unserer öffentlichen Beratung, unserer öffentlichen Anhörung. Die Beratung über die Petition der Frau Vera Dietrich. Mit der Petition wird eine Reform des wettbewerbsrechtlichen Abmahnwesens gefordert, da die derzeitigen rechtlichen Rahmenbedingungen den missbräuchlichen Einsatz von Abmahnungen aus Gewinninteresse durch Abmahnvereine und spezialisierte Rechtsanwälte begünstigen. Ich darf hierzu recht herzlich begrüßen die Petentin selber, Frau Dr. Dietrich, und sie wird begleitet von der Rechtsanwältin Röppelmund. Seien Sie herzlich willkommen. Ebenso darf ich ganz herzlich begrüßen aus dem Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz Herrn Abteilungsleiter Dr. Ernst und er wird begleitet von der Frau Robbey. Herzlich willkommen. Für die Zuschauerinnen und Zuschauer, die neu hinzugekommen sind, der Hinweis, dass Missfallens-, Beifallsbekundungen bitte unterlassen werden müssen. Transparente Spruchbänder dürfen ebenfalls nicht aufgehangen werden. Und ich bitte auch das private Filmen und das Erfassen von Tonaufzeichnungen aus dieser Sitzung mit mobilen Endgeräten oder anderen technischen Geräten zu unterlassen. Die Sitzung wird live im Parlamentsfernsehen gestreamt, kann dann hinterher entsprechend auch angeschaut werden. Zunächst bekommt die Petentin Gelegenheit zu einem kurzen 5 Minuten Eingangsstatement. Nachfolgend die Ausschussmitglieder beginnen mit den Berichterstattern, die dann Fragen an die Petentin wie auch an die Bundesregierung stellen dürfen. Gibt es hierzu Fragen? Ich sehe das nicht der Fall. Dann darf ich für Ihr Eingangsstatement der Petentin Frau Dr. Dietrich das Wort erteilen. Bitte schön. Geehrte Abgeordnete, sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte zunächst mal im Namen aller Betroffenen unseren Dank ausdrücken, dass der Petitionsausschuss sich heute mit dem Thema Abmahnmissbrauch befasst. Denn das ist ein Problem, mit dem sich viele Unternehmen schon seit vielen Jahren vollkommen alleingelassen fühlen von der Politik. Und daher ist es ein wichtiges Signal, dass dieses Problem jetzt ernst genommen wird. Ich selbst bin betroffen als Online-Händlerin. Ich komme als Volkswirtin eigentlich aus dem akademischen Beruf, habe ein kleines Modelabel gegründet in der Familienzeit, meine Produkte vertrieben im Internet und wurde jetzt im Herbst abgemahnt von einem großen Abmahnverein, weil ich bei einem Produkt in der Produktbeschreibung mir ein Flüchtigkeitsfehler unterlaufen war und ich eine Prozentangabe vergessen habe. Ich möchte voranstellen, dass Abmahnung ein sinnvolles Instrument der außergerichtlichen Streitbeilegung sind. Aber es ist so, dass das Wettbewerbsrecht in seiner jetzigen Form es zulässt, dass Abmahnungen als Geschäftsmodell missbraucht werden. Das bedeutet konkret, dass Unternehmen zu Tausenden wegen kleiner Formfehler auf ihren Websites oder in ihren Online-Shops abgemahnt werden, von Wettbewerbsvereinen oder Anwaltskanzleien, um Abmahngebühren und hohe Vertragsstrafen einzunehmen.
Und es ist ja eigentlich so, dass das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, das UWG, ausdrücklich Abmahnungen aus Gewinninteresse als rechtsmissbräuchlich verbietet. Aber es wird trotzdem gemacht, weil sich einfach unheimlich viel Geld damit verdienen lässt und es unter den derzeitigen rechtlichen Rahmenbedingungen auch nicht möglich ist, das wirksam zu unterbinden. Die Zielgruppe von Abmahnmissbrauch sind vor allen Dingen kleine Unternehmen und Existenzgründer, und zwar deshalb, weil die nicht die finanziellen Mittel haben, sich gerichtlich gegen den Abmahner zur Wehr zu setzen. Das heißt, die sind gezwungen, diese strafbewährte Unterlassungserklärung zu unterzeichnen, die ein Leben lang gilt und sie dazu verpflichtet, diesen Fehler nie mehr zu machen oder andernfalls diese hohen Vertragsstrafen zu zahlen, 3.000 bis 5.000 Euro pro Verstoß. Und wenn einem, was mir passiert ist, man in einer Produktbeschreibung einen Fehler macht und das passiert einem bei 10 Produkten, dann ist man ganz schnell im fünfstelligen Bereich. Und das ist absolut existenzbedrohend. Deshalb geben auch viele Kleine dann auf. Die Wiederholungsgefahr ist sehr groß. Erstens, weil es halt lebenslang gültig ist und weil wir es auch mit einer ständig wachsenden Anzahl von Informations-, Dokumentations- und Formvorschriften zu tun haben, die zu beachten sind, wenn man eine Website betreibt oder einen Online-Shop. Und jetzt gerade im Zusammenhang mit der Datenschutzgrundverordnung ist ja noch mal deutlich geworden, was das für eine enorme Herausforderung gerade für kleine und mittlere Unternehmen ist, diese Rechtsnormen umzusetzen. Da passiert ganz schnell ein kleiner Fehler, und diese Fehler werden Software- und Suchmaschinen unterstützt von den Abmahnern aufgespürt. Das heißt, hier wird mit einem minimalen Arbeitsaufwand und ohne jegliches unternehmerisches Risiko ein Millionenumsatz erwirtschaftet. Und auf Seiten der Unternehmen bedeutet das, dass ein kleiner Flüchtigkeitsfehler tatsächlich den wirtschaftlichen Ruin bedeuten kann. Und hier geht einfach jede Verhältnismäßigkeit verloren, und es entsteht auch ein erheblicher wirtschaftlicher Schaden, und zwar nicht nur im Onlinehandel. Der Onlinehandel ist sehr stark betroffen, also jeder zweite Händler wurde im letzten Jahr abgemahnt, ein Drittel davon mehrfach, und über 50% sehen sich in ihrer wirtschaftlichen Existenz bedroht, aber es betrifft tatsächlich auch andere Branchen. Wir haben Abmahnwellen im Handwerk, bei niedergelassenen Psychotherapeuten oder bei Apothekern. Also das geht eigentlich durch alle Branchen. Ich möchte ganz kurz noch einen Aspekt ansprechen, der im Petitionstext keine Berücksichtigung fand, nämlich dass es für ein abgemahntes Unternehmen unter den derzeitigen rechtlichen Rahmenbedingungen praktisch unmöglich ist, sich erfolgreich vor Gericht gegen Abmahnmissbrauch zu verteidigen. Und das ist darauf zurückzuführen, dass die Rechtsnormen, die hier eigentlich den Bürger schützen sollten, nicht so funktionieren, wie sie funktionieren sollten. Das UWG verbietet ja eigentlich Abmahnungen aus Gewinninteresse. Und darüber hinaus werden durch das Gesetz im Rahmen dieser sogenannten Aktivlegitimation eine Reihe von Anforderungen an die Abmahner gestellt. Diesen Nachweis vor Gericht zu führen, dass die Aktivlegitimation nicht vorliegt oder dass es rechtsmissbräuchlich ist, ist praktisch unmöglich. Und das liegt daran, dass die Informationen der Abmahner, also die Informationen, die man braucht, um das nachzuweisen, der Abmahner natürlich nicht freiwillig offenlegen wird. Jetzt könnte er theoretisch vom Gericht gezwungen werden, aber viele Gerichte meiden einfach diese schwierige und enorm zeitraubende Prüfung von Aktivlegitimation und Rechtsmissbrauch und neigen dazu, einfach zu gucken, hat hier ein Rechtsverstoß stattgefunden? Also beispielsweise hier wurde der Vorname im Impressum abgekürzt und auf dieser Grundlage wird dann das Urteil gefällt. Eine weitere Rechtsnorm, die nicht funktioniert, ist der sogenannte Auffangstreitwert, der im Rahmen des Gesetzes gegen unseriöse Geschäftspraktiken 2013 eingeführt wurde. Der wird von den Gerichten viel zu selten angewendet. Ich hoffe, dass deutlich geworden ist, dass eine Reform des Abmahnwesens dringend erforderlich ist. Und die Maßnahmen sollten einfach darauf zielen, dass aus der Abmahnung von Bagatellen kein Geschäftsmodell mehr gemacht werden kann und dass dieser Rechtsmissbrauch wirksam unterbunden wird. Es gibt da eine Reihe von sinnvollen Vorschlägen. Die Frau Reppelmund vom Deutschen Industrie- und Handelskammertag hat das zusammen auch mit anderen Wirtschaftsverbänden entwickelt. Sie kann da sicherlich gleich noch was dazu sagen. Ich möchte einfach an Sie appellieren, dass dieses Problem endlich nach all den Jahren jetzt mal umfassend gelöst wird, weil es entsteht ein enormer Schaden. Und ich bekomme wirklich jetzt so verzweifelte Zuschriften von
Betroffenen, die zusammen mit ihren Familien in finanziell und psychisch ausweglose Situationen getrieben werden, weil sie mit knapp 25.000 Euro Geldforderungen konfrontiert sind, plus weil ihnen da zum wiederholten Mal ein kleiner Fehler in ihrem Online-Shop unterlaufen ist. Und ich bekomme übrigens auch empörte und verbitterte Zuschriften von Bürgern, die eigentlich überhaupt nicht betroffen sind von dem Problem, weil das letztlich neben rechtlichen und ökonomischen Argumenten auch eine ethische Frage berührt. Und zwar wollen wir es tolerieren in unserer Gesellschaft, dass einzelne Wirtschaftsteilnehmer andere skrupellos finanziell ausnehmen und auch in Kauf nehmen, deren wirtschaftliche Existenz zu vernichten. In dem Sinne bitte ich Sie, sich dafür einzusetzen, für Gesetzesänderungen gegen Abmahnmissbrauch. Danke. Vielen herzlichen Dank. Vielleicht noch an Frau Dr. Dietrich. Vielleicht noch zwei geschäftsleitende Hinweise. Ihr hat die Rechtsanwältin Frau Reppelmund Platz genommen. Die Obleute haben sich verständigt, dass auch sie im Rahmen der Fragerunde dann die Fragen direkt beantworten kann. Also nicht nur Rechtsbeistand der Petentin, sondern hier auch Auskunft geben kann. Die Datenschutzbeauftragte der Bundesrepublik wurde auch eingeladen, hier der Anhörung beizuwohnen. Sie musste kurzfristig absagen und es war auch nicht möglich, einen Vertreter zu benennen. Das nur zur Information. Dann kommen wir jetzt zur Runde der Fraktionen, der Berichterstatter. Und wir fangen an mit der CDU-CSU-Fraktion. Paul Lehrieder, bitte schön. Ja, sehr geehrter Vorsitzender, herzlichen Dank zunächst an die Petentin für die Schilderung der Problematik. Die ist bekannt, ja, und es ist, glaube ich, auch genau vor 14 Tagen mit einem Brandbeschleuniger versehen worden durch die Datenschutzgrundverordnung. Wenn Sie sich daraus eben hier in den kleinen Unternehmen umhören oder auch in den Vereinen, Verbänden umhören, ist die Angst vor einer Abmahnwelle natürlich jetzt groß. Jetzt wird momentan auch diskutiert, wie könnten wir, ich sage nur österreichische Lösung, welche Möglichkeiten könnten wir nehmen, dass eben hier Abmahnungen nicht bloß aus vorgeschobenem finanziellen Interesse eben erfolgen können, die natürlich auch genau das Ziel, das Sie mit der Petition verfolgen, eben hier auch reduzieren können. Und es ist völlig richtig, wie Sie eingangs ausgeführt haben, dass natürlich die Sauberkeit, die Lauterkeit des Rechts des Geschäftsverkehrs durchaus auch durch Abmahnungen auch in Zukunft ein Stück weit eben entsprechend hier eingehalten werden kann. Aber es gilt, Missbräuche eben hier zu stoppen und zu unterbinden. Und diese ominöse, ich glaube, 4-Monats-Regel, wie man es jetzt eben hier in einigen Verfahren eben hier andenkt, zu sagen, jawohl, 4 Monate nach Veröffentlichung einer bestimmten Rechtspflicht eben hier kann die Abmahnung zwar erfolgen, aber sie ist nicht bußgeldbewehrt, sie ist nicht strafbewehrt. Sie ist quasi im Verhältnis der Rechtsgüterabwägung das geringere Übel, das zu akzeptieren, dass hier dann keine Strafe und auch keine Kostenerstattung des abmahnenden Anwaltes, des abmahnenden Büros erfolgen kann. Ich glaube, in die Richtung sollte man gehen. Und jetzt geht meine Frage zunächst ans Bundesjustizministerium. Es wird ja derzeit eben in der Diskussion der Datenschutzgrundverordnung auch diese verschiedenen Fragen eben angesprochen. Welche Probleme sehen Sie bei dem Gedanken, dass Regelungen möglich sind, die Abmahnungen wegen Bagatellgrenzen oder mit entsprechenden bestimmten zeitlichen Vorgaben für unzulässig zu erklären bzw. nicht strafzubewehren? Und insbesondere, was halten Sie von dem Vorschlag, vorläufig eine andere kurzfristig mögliche Lösung anzugehen? Maßgeblicher Grund für missbräuchliche Abmahnungen, die nicht auf das Abstellen einer real belastenden Vorgehensweise eines Wettbewerbers zielen, sind die möglichen Einnahmen aus Kostenerstattung und Vertragsstrafen. Das Problem, was wir hier haben, die wirtschaftliche Triebfeder der Abmahnungen. Dieser Anreiz sollte aufgehoben werden, indem der Anspruch auf Ersatz der Aufwendungen einer Abmahnung nach § 12 Absatz 1 Satz 2 des Gesetzes gegen unlauteren Wettbewerb und die Verhängung von Vertragsstrafen für Verstöße gegen Bestimmungen vorläufig ausgeschlossen sind. Sogenannte österreichische Lösung. Insbesondere, die haben jetzt eben entschieden hier für eine Dauer von 4 Monaten eben die Novellierung des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen, haben Sie eine Vorschrift § 32e GWB angeführt. Hiernach ist für die Dauer von 4 Monaten nach Veröffentlichung des Berichts einer Sektoruntersuchung, bei der das Kartellamt die Strukturen und Wettbewerbsbedingungen in bestimmten Wirtschaftszweigen untersucht, zwar eine Abmahnung möglich, das heißt also, man kann immer darauf hinweisen, das, was du machst, ist falsch, aber eben möglich, aber nicht die Geltendmachung von Aufwendungsersatz durch den Abmahnenden gegenüber einem ebenfalls möglichen völligen Ausschluss von Abmahnungen wegen Verstößen, insbesondere gegen diese Datenschutzgrundverordnung, hätte das den Vorteil, dass Unternehmen, das durch geringes Maß an Fahrlässigkeit eine falsche Bezeichnung, einen Fehler macht, weiß zwar, ich mache es falsch, aber wie gesagt, es wird nicht gleich eben sanktioniert mit den Kosten, quasi, die die Abmahnung der Gegenseite bringt. Man würde damit, glaube ich, einen Teil der Abmahnindustrie austrocknen. Ich bin jetzt selber gelernter Rechtsanwalt, natürlich spreche ich da ein Contra-Domo, aber trotzdem, wie gesagt, ich glaube, kein Anwaltsbüro sollte sich darauf verlassen können, dass man eben über solche Modelle eben, so nicht böswilligen Geschäftsleuten Geld aus der Tasche zieht. Und natürlich, ja,
Nicht jeder Geschäftsmann, nicht jeder kleine Handwerksbetrieb kann den Prozess führen. Aus Kostengründen, eben aus wirtschaftlichen Erwägungen heraus und natürlich das Damoklesschwert, wenn er es verliert. Vielen Dank. Dann Herr Dr. Ernst. Wir machen das immer direkte Antwort, dann ist das flüssiger. Ja, vielen Dank. Guten Tag, meine Damen und Herren. Gestatten Sie mir, dass ich die Stellungnahme in zwei Abschnitte gliedere. Zunächst einmal würde ich gerne auf das Anliegen der Petentin insgesamt eingehen. Und anschließend nehme ich natürlich gerne zu Ihren Fragen Stellung, die einerseits natürlich auch das Gesamtproblem adressiert haben, andererseits sich aber auch speziell an jetzt diskutierte Themen im Zusammenhang mit der Datenschutzgrundverordnung richten. Lassen Sie mich damit beginnen, dass ich zunächst einmal sehr herzlich für die Einladung danke und auch dafür, dass dieses Thema hier in öffentlicher Sitzung angesprochen wird. Denn die Bekämpfung des Missbrauchs des Abmahnrechts, das ist auch ein wichtiges Anliegen für die Bundesregierung. Und ich darf sagen, das, was Sie, Frau Dietrich, vorgetragen haben, das ist durchaus einleuchtend und wird von uns auch in dieser Form keinesfalls in Abrede gestellt. Das Thema steht auf der Agenda des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz weit oben. Und in der Tat sehen wir es auch so, dass Abmahnungen im Interesse eines rechtstreuen Wettbewerbs erfolgen sollen, aber nicht zur Generierung von Gebühren und Vertragsstrafen. Das ist letztlich auch das, was Sie gesagt haben. Lassen Sie mich hinzufügen, was auch dankenswerterweise in der Stellungnahme der Petentin bereits zum Ausdruck gekommen ist. Die Abmahnung als solche sehen wir nach wie vor als sinnvolles Rechtsinstitut an. Sie knüpft ja an Verstöße gegen gesetzliche Regelungen, die, wenn sie nicht im Wege der Abmahnung verfolgt werden könnten, sehr viel im Ergebnis aufwendiger durch Gerichtsverfahren durchgesetzt werden müssten. Richtig ist aber, dass auch wir beobachtet haben, dass in letzter Zeit ein Missbrauch von Abmahnungen ganz offenkundig zugenommen hat, was vermutlich auch durch neue Formen der Geschäftsentwicklung und Möglichkeiten, die das Internet so bildet, zugenommen haben. Deshalb ist das durchaus auch in unserer Absicht, hier künftig Maßnahmen zum Missbrauch des Abmahnrechts, zur Verhinderung des Missbrauchs des Abmahnrechts vorzuschlagen. Wir werden so bald wie möglich hierzu einen Gesetzentwurf vorlegen. Das ist die feste Absicht. Sie wissen auch alle, dass dieses Thema bereits in der Koalitionsvereinbarung adressiert worden ist, dort verschiedene Maßnahmen vorgeschlagen worden sind, unter anderem die Einschränkung des Instituts des fliegenden Gerichtsstandes, was sicherlich auch eine Möglichkeit ist, die man hier ins Auge fassen kann. Genauso wird zu diskutieren sein ein anderer Punkt, den die Petentin auch bereits angesprochen hat, Kostendeckelung und hier Begrenzung der Möglichkeiten zur Generierung von Einnahmen für, ich darf an das anknüpfen, was der Berichterstatter der CDU gesagt hat, für Einnahmen für Rechtsanwälte, wenn Sie mir das so gestatten. Gut, die Maßnahmen, die wir in einem solchen Gesetzentwurf vorschlagen, müssen schon punktgenau sein. Es gibt verschiedene Vorschläge und wir werden das abwägen müssen und wir werden sicherlich auch noch im Verlauf der Diskussion hier Gelegenheit haben, das eine oder andere zu diskutieren. Denn wir möchten, wenn wir es denn schon machen, eine gute Lösung vorschlagen. Und ich möchte auch hervorheben, dass diese Lösung die gute Arbeit der Verbraucherzentralen und der Wettbewerbszentrale in diesem Bereich nicht beeinträchtigt werden sollen. Es geht schon mehr um den Missbrauch von Abmahnungen durch die, lassen Sie es mich salopp formulieren, gewerblichen Abmahner, die von der Petentin angesprochen worden sind. Also ja, wir werden einen Gesetzentwurf vorlegen. Wir werden es auch bald tun. Zum Thema, was jetzt angesprochen worden ist, Datenschutzgrundverordnung und Abmahnung. Ja, das Thema ist in der Diskussion und hier wird auch zu erwägen sein, ob es ausreicht, hier in einigen Monaten Maßnahmen vorzuschlagen, die generell das Problem des Missbrauchs von Abmahnungen an der Wurzel packen oder ob es zusätzlich noch anderer Maßnahmen bedarf. Es ist ja jetzt erwähnt worden und ich bin um Stellungnahme gebeten worden, ob auch ein zeitliches befristetes Aussetzen von Abmahnungen in diesem Bereich, in dem Umfang, wie Sie es geschildert haben, eine Lösung wäre. Als Option ist es da und es wird auch innerhalb der Bundesregierung wie auch innerhalb der Fraktion diskutiert. Sehen Sie es mir nach, dass ich dem Ergebnis dieser Diskussion hier heute an dieser Stelle noch nicht vorgreifen kann. Nur
Eines möchte ich noch mal unterstreichen. Wenn man eine Lösung findet, die für einige Monate nicht die Abmahnung als solche aussetzt, aber den Anspruch auf Kostenerstattung, so wie Sie es gesagt haben, ist das eine Möglichkeit, neu in Kraft tretende Regelungen zu, ja, den Abmahnungsmissbrauch hier bei neu in Kraft tretenden Regelungen einzuschränken, wie bei der Datenschutzgrundverordnung. Eine zeitlich befristete Aussetzung würde vermutlich meiner Einschätzung nach dem Anliegen der Petentin hier nicht Rechnung tragen. Also wir werden aber in beide Richtungen sondieren und werden hier auch Ergebnisse vorschlagen. Dankeschön. Vielen Dank. Dann kommen wir zur Fraktion der SPD. Der Kollege Schwarze, bitte. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. An die Petentin und an das Ministerium. Erstmal schön, dass Sie da sind. Ich bedauere ausdrücklich, dass die Datenschutzbeauftragte nicht in der Lage war, jemanden zu schicken. Das wäre sicherlich wichtig heute auch für die Beratungen gewesen. Es gibt noch eine Besonderheit heute. Ich bin jetzt seit 8 Jahren in diesem Ausschuss. Es ist das erste Mal, dass mir unaufgefordert vor einer solchen öffentlichen Beratung eine Stellungnahme eines Interessenverbandes in der Form abgegeben wurde, wie sie heute mein Büro erreicht hat. Ich finde das durchaus noch mal ermutigend. Und wenn ich vorher nicht schon der Meinung gewesen wäre, man müsste dringend in diesem Bereich sich die Sachen angucken, jetzt bin ich es auf jeden Fall. Dankeschön für diese Stellungnahme. Ich möchte meine Fragen erstmal an das Ministerium und an die Petentin richten, nämlich ob Sie uns eine Übersicht geben können, wie viele solcher Fälle es gibt. Und auch, ob sich bei den Urteilen, welche Tendenzen sich da erkennen lassen. Das Ganze als zweite Frage dann ans Ministerium ist ja wesentlich älter als die Datenschutzgrundverordnung, die Problematik. Die Petentin selbst ist ja erhebliche Zeit vor Inkrafttreten betroffen gewesen. Und darum die Frage, was ist Ihre Einschätzung, was bringt ein solches Aussetzen jetzt? Was bringt eine solche Befreiung von Gebühren? Schaffen die uns einen Zeitpuffer, um gesetzliche Regelungen zu machen? Oder besteht die Gefahr, dass solche Gebühren dann im Nachhinein noch mal erhoben werden? Und an die Petentin, aber ist egal. Ja, sehr gerne. Zum ersten Teil der Frage, ob uns verlässliche Zahlen vorliegen über die Zahl der Abmahnungen oder so, da ist die schlichte Antwort nein. Denn da gibt es keine Stelle, die diese Abmahnung oder auch sich anschließende gerichtlichen Verfahren sammelt. Das ist in dieser Form nicht vorgesehen. Zum Verständnis dafür, das ist ja auch entweder im außergerichtlichen Bereich, alles findet alles statt. Da gibt es gar keine Statistiken dafür. Und wenn es denn zu Gericht kommt, dann ist das eine Statistik, die vielleicht von den Gerichten erhoben wird. Aber das ist jedenfalls nicht dem Justizministerium hier bekannt. Und das wird auch kaum eine aktuelle Statistik sein. Wenn es um die Fragen geht, die jetzt im Zusammenhang mit der Datenschutzgrundverordnung gestellt und diskutiert werden, da ganz bestimmt nicht, weil, wie wir alle wissen, die Datenschutzgrundverordnung ist am 26. Mai in Kraft getreten. Im Moment gibt es viele Befürchtungen, dass es eine Abmahnwelle geben wird, eine Abmahnwelle geben könnte. So genau weiß man das nicht. Durch Fakten ist das jedenfalls nach unserer Kenntnis bislang auch nicht so belegt. Natürlich gibt es einzelne Presseberichte, die wir auch gelesen haben, die Sie vermutlich auch gelesen haben. Aber andere Erkenntnisquellen stehen uns hier auch nicht zur Verfügung. Der zweite Teil der Frage war ja, wenn ich es etwas direkter formulieren darf, warum wir eigentlich in der letzten Legislaturperiode nichts gemacht haben. Da möchte ich daran erinnern, dass es ein Gesetz zur Bekämpfung unseriöser Geschäftspraktiken aus dem Jahr 2013 gab, was hier in diesem Hause diskutiert und beschlossen worden war. Und damals haben ja alle hier Anwesenden, jedenfalls von der Institution hier,
diese Regelungen, die 2013 getroffen wurden, als sachgerecht und ausreichend angesehen. Sonst wäre es ja nicht beschlossen worden. Dann ist es logisch, dass man auch danach die Entwicklung im Auge behält. Natürlich aber auch erstmal schaut, wann man das nächste Mal nachsteuert und feststellt, reichen die Regelungen oder reichen sie nicht. Jetzt, 4 bis 5 Jahre später, setzt sich die Erkenntnis durch, dass dies möglicherweise nicht reicht. Aber ich würde es gerne auch noch einmal wiederholen, das mag auch daran liegen, dass bestimmte Formen der geschäftlichen Tätigkeit, gerade im Internet, Onlinehandel und diesen Dingen in den letzten Jahren doch deutlich und sprunghaft zugenommen hat. Und wie es die Petentin ja auch sehr eindrucksvoll geschildert hat, dadurch auch die Zahl der Abmahnungen und die Angreifbarkeit der geschäftlichen Tätigkeit natürlich noch mal deutlich zugenommen hat. Deswegen wollen wir das Thema jetzt angehen. Ob man das alles auch schon vor 3 oder 4 Jahren hätte machen können, gute Güte, also ich möchte es nicht kommentieren. Dankeschön. Danke, ich finde, das ist eine gute Frage zu den Zahlen. Ich komme ja beruflich eigentlich aus der empirischen Wirtschaftsforschung und das war tatsächlich die erste Frage, die ich mir gestellt habe. Es gibt keine Statistik. Wir haben Anhaltspunkte, zum Beispiel über Befragungen von Händlerorganisationen, die zu dem Ergebnis kommen, beispielsweise, dass im letzten Jahr jeder 2. bis 3. Händler abgemahnt wurde. Es gibt vereinzelte Plattformen, kann man sagen, dass da zum Beispiel 7.000 Abmahnungen von einem Abmahner dann rausgeschickt wurden. Also es sind einfach so Indizien, die wir haben. Und ich persönlich fände es sehr sinnvoll, wenn es eine Statistik dazu gäbe, weil diese Transparenz zu schaffen einfach auch ein Regulativ ist letztlich für die Abmahner. Das ist ja ein Geschäft, was im Verborgenen blüht und blühen soll. Und deshalb ist es viele Jahre, glaube ich, auch gar nicht in das Bewusstsein wirklich der Politik gekommen. Ja, die meisten zahlen einfach, viele leisten sich noch nicht mal einen Rechtsanwalt. Die zahlen und machen weiter, weil sie denken, sie haben das Problem dann hinter sich geworfen und denen ist gar nicht klar, dass sie irgendwann in diese immensen Vertragsstrafen hineinlaufen. Und daher fände ich es sehr wichtig, also wenn man vielleicht an der Stelle mal drüber nachdenken könnte. Ich weiß nicht, eine Meldepflicht für Abmahnungen, also vielleicht bei den IHKs oder so. Ich glaube, das wäre eine sinnvolle Sache. Ja. Vielen Dank. Dann kommen wir zur Fraktion der AfD. Hier gab es nach meinen Unterlagen einen Berichterstatterwechsel vom Kollegen Huber auf den Kollegen Wolfgang Wiele, dem ich jetzt das Wort erteile. Ja. Herr Vorsitzender, vielen Dank. Ich darf zunächst der Petentin, Frau Dr. Dietrich, einen Dank aussprechen und Sie zu der Aktion beglückwünschen. Ich halte es für sehr wichtig, dass auch Bürger in der Weise politisch denken, dass sie ihre eigenen Anliegen und Erlebnisse so übertragen in den Blick nach dem Interesse der Allgemeinheit. Und ich glaube, das ist Ihnen an dieser Stelle sehr gut gelungen. Ich möchte ein paar Fragen nach möglichen Ansätzen an das Bundesjustizministerium, an den Staatssekretär Dr. Ernst stellen, gleichzeitig aber auch Sie, Frau Dietrich, und Ihre Rechtsanwältin bitten, immer mitzuhören. Denn ich möchte auch Sie dann am Schluss fragen, welche von den Ideen, die ich präsentieren werde, denn nach Ihrer Einschätzung in Ihrem Fall helfen würden. Jetzt zu meinen Fragen und Ansätzen. Zunächst mal wurde ja dargestellt, und das haben Sie jetzt gar nicht zu Ihrem Anliegen gemacht, aber ich sehe das jetzt aus politischer Sicht so, Vorschriften werden immer mehr. Und die große Zahl der Vorschriften erhöht natürlich immer das Risiko, dass man irgendetwas versäumt. Jetzt könnte man ja von politischer Seite aus sagen, man kontrolliert ganz regelmäßig, überprüft ganz regelmäßig die Vorschriften, die es gibt, auf ihre Sinnhaftigkeit, auf ihren Nutzen und institutionalisiert eine Art Vorschriftenkontrolle. Meine Frage an das Bundesjustizministerium, in welchen Bereichen gibt es sowas heute und können Sie sich vorstellen, das auszuweiten? Zweiter Punkt, schon angesprochen wurde die Datenschutzgrundverordnung. Ich will das gar nicht alles wiederholen. Herr Dr. Ernst, Sie haben ja schon angesprochen, dass Sie bestimmte Veröffentlichungen aufmerksam verfolgen. Wir haben letzte Woche im Plenum vom Staatssekretär Mayer aus dem Innenministerium eine Einschätzung gehört. Und ich bin gespannt und bitte Sie darum, das darzustellen aus Ihrer Sicht. Wo sehen Sie denn tatsächlich jetzt mal zunächst vorausschauend die Risiken, die sich jetzt, Abmahnrisiken und juristischen Risiken, die sich bei der Datenschutzgrundverordnung ergeben? Und dann noch konkret zum Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb. Man könnte ja dort Änderungen vornehmen, die
beispielsweise die Klagebefugnis von Verbänden auf solche Verbände reduziert, die in eine Liste eingetragen sind, die sich also vorher haben quasi registrieren, zertifizieren lassen. Sowas gibt es im Bereich des Verbraucherschutzes. Wie schätzen Sie das ein, wie das im Bereich des Abmahnwesens helfen könnte? Zweiter Ansatz zum UWG. Ich ziehe mal ein Beispiel aus einem etwas anderen Bereich heran. Beim Bundesverfassungsgericht zahlt man ja doch durchaus spürbare Gebühr, wenn man damit einem Antrag sich hinwendet, der dann gar nicht angenommen wird, der also in gewisser Weise dieses Rechtsinstitut missbraucht, könnte man ein ähnliches Instrument in das UWG auch einbauen. Und dritter Ansatz, man könnte natürlich auch noch weitergehen. Das ist so die Idee, die sich auch im Bundestagswahlprogramm der AfD findet. Und die Klagebefugnis in diesem, oder Abmahnbefugnis vielmehr zunächst ja für die direkten Wettbewerber und auch für die Verbände, also die Ziffern 1 und 2 aus dem 8.3 UWG abschaffen und auf dem Wege dann die Rechtsdurchsetzung für so einen Wettbewerber so gestalten, der muss sich dann entweder an die zuständige Kammer wenden und wenn die das für ein öffentliches Interesse hält, handelt sie dann, oder er muss halt direkt vor Gericht gehen, dann hat er aber auch das entsprechende Kostenrisiko. Vielen Dank. Danke. Dann hat Herr Dr. Ernst das Wort. Ja, vielen Dank. Ich würde gerne beginnen mit dem ersten Teil Ihrer Frage. Sie hatten ja darauf hingewiesen, dass es eine relativ hohe Regelungsdichte gibt und was die Bundesregierung oder speziell das Justizministerium beabsichtigt zu tun, um diese Regelungsdichte einzuschränken oder zu überprüfen, sinngemäß. Gut. Gesetze werden beschlossen, die Regierung schlägt sie vor, der Bundestag beschließt sie. Viele dieser Dinge sind teilweise recht detailliert, sie sind manchmal aber auch aus guten Gründen detailliert, im Interesse der Betroffenen, im Interesse der Mitbewerber, im Interesse der Verbraucher. Ich denke nicht, dass man per se sagen kann, dass Vorschriften, auch wenn sie in die Detailtiefe gehen, per se schlecht sind. Natürlich muss das überprüft werden. Das machen wir auch, bevor ein Gesetzgebungsverfahren beginnt. Und es ist auch zunehmend so, dass die Bundesregierung entweder schon von selber erklärt oder vom Bundestag beauftragt wird, Gesetze nach einer Reihe von Jahren zu evaluieren, um zu sehen, ob sich die dann beschlossenen Regelungen bewährt haben oder nicht. Insofern haben wir natürlich einen Blick darauf und insofern sind wir auch stets damit beschäftigt, die Vorschriften hier zu evaluieren. Natürlich nehmen wir auch Zuschriften und Klagen über Gesetze und bestehende Vorschriften ernst und kümmern uns darum. Und ich würde an dieser Stelle auch gerne hervorheben, dass wir vor einigen Jahren uns schon einmal mit dem Thema Abmahnmissbrauch im Bereich des Urheberrechts befasst haben und hier Regelungen vorgeschlagen haben, die sich unserer Einschätzung nach recht gut bewährt haben. Und ich möchte darauf hinweisen, dass ein Teil dieser Regelung auch für Abmahnung nach dem UWG vorgeschlagen worden war. Der Bundestag hat dann anders entschieden. Ich möchte auch noch hervorheben, dass wir jetzt, wie schon mehrfach besprochen, die Datenschutzgrundverordnung natürlich jetzt haben. Und die Datenschutzgrundverordnung hat sicherlich auch eine sehr weitgehende Detailtiefe. Generell ist aber die Einschätzung, dass Regelungen in diesem Bereich sehr notwendig sind. Und die Datenschutzgrundverordnung ist ja auch aus guten Gründen von allen Stellen in Europa und auch in Deutschland und auch seitens der Bundesregierung und, wenn ich richtig informiert bin, auch seitens des Parlaments durchaus positiv gesehen worden. Da muss man jetzt einmal sehen, dass diese Regelungen, die im Grundsatz ja von allen gewollt sind, wie sie sich in der Praxis anwenden und bewähren und ob hier gegebenenfalls im Bereich des Abmahnrechts etwas zu tun ist. Wie gesagt, das machen wir auch gerne.
Im Moment, und damit komme ich zum zweiten Teil Ihrer Frage, sehen Sie es mir aber nach, dass ich hier nicht spekulieren möchte, welche Vorschrift der Datenschutzgrundverordnung wann unter welchen Voraussetzungen vielleicht gegebenenfalls Anlass für eine Zunahme von Abmahnung sein könnte. Das ist zu früh und wir sind gerne bereit, uns hier damit zu befassen und Maßnahmen vorzuschlagen. Aber ich möchte an dieser Stelle nicht spekulieren, was sein könnte, wenn, und das wiederhole ich nochmal, die Faktenlage hier derzeit einfach noch nicht vorhanden ist. Was es sonst an Vorschlägen gibt, ja, es ist in der Diskussion, ich kann es, sehen Sie es mir nach, weil die Diskussion noch nicht abgeschlossen ist, an dieser Stelle nicht vollständig kommentieren und bewerten. Und das ist auch noch ein Prozess, der innerhalb der Bundesregierung weiter abgesprochen werden muss. Und insofern kann ich hier noch nicht abschließend für die Bundesregierung sprechen. Ich möchte mich aber nicht aus der Diskussion ziehen. Ich sage Ihnen, natürlich gibt es die Möglichkeit, beispielsweise eine Liste von Verbänden zu erstellen, die abmahnberechtigt sind. Nur Zertifizierung läuft auch nach eigenen Gesetzmäßigkeiten und hat dann natürlich auch gewisse Hervorhebungsmerkmale. Und wenn Sie dann einen Verband haben, der zertifiziert ist, dann wird der das möglicherweise noch werbewirksam nutzen. Ob das dann immer so angemessen ist, wird sich herausstellen. Aber wir sind auch hier noch in der Diskussion. Das ist keine abschließende Stellungnahme. Die Abmahnung oder das Recht der Abmahnung komplett abzuschaffen, wie Sie es vorgeschlagen haben, oder Mitbewerber komplett aus dem Kreis der Abmahnberechtigten rauszunehmen. Das wäre eine Grundentscheidung, die praktisch auf eine weitgehende Abschaffung des Rechtsinstituts der Abmahnung hinausläuft. Lassen Sie mich so formulieren, das sollte gründlich überlegt werden. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Dr. Ernst. Dann kommen wir zur Fraktion der FDP. Herr Todenhausen hat das Wort, wenn er es wünscht. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ja, ich möchte mich erstmal bei der Petentin bedanken. Mit dieser Petition hat sie natürlich, spricht sie vielen, vielen kleinen Unternehmern, Betroffenen draußen aus dem Herzen. Also gerade, ich glaube, ich brauche mich hier nicht hier umzuschauen. Viele von uns, ich glaube, fast alle werden täglich damit konfrontiert mit Leuten, die betroffen sind. Ich habe jetzt, gestern ist eine Untersuchung veröffentlicht worden, zwar vom BVMW, Bundesvereinigung mittelständischer Wirtschaft. Ihr habt eine Umfrage gemacht bei ihren Mitgliedern. 2500 Mitglieder sind gefragt worden und 73% davon haben aufgrund von Angst und Problemen, weil sie eben abgemahnt werden könnten, ihren Kommunikation, Internetauftritte, Facebook und Co. abgestellt oder eingeschränkt. Und ich glaube, das kann nicht in unserem Sinne sein, dass die Leute jetzt plötzlich aus Angst irgendwas abschaffen. Aber jetzt zu meinen Fragen, die mir die Juristen vorgeschrieben haben. Ich hoffe, ich bringe das auch so vernünftig rüber. Welche Differenzierungskriterien könnten zum Schutz für Kleinstunternehmen und gering wirtschaftlich tätige Vereine, das betrifft auch Einzelpersonen, eingeführt werden? Beispielsweise eine Differenzierung nach Unternehmensgröße. Wie löst man das? Oder nach Umsatz etc.? Da hätte ich gerne von Ihnen eine Antwort, falls Sie die schon haben. Wie kann man sicherstellen, dass also der Kleinst eben nicht betroffen ist? Bei den Großen ist das eine andere Sache. Die haben eigene Rechtsabteilung, die können sich jeden Tag damit beschäftigen. Aber wir alle haben keine Rechtsabteilung. Wir sind alle Kleinstunternehmer und müssen uns mit anderen Dingen beschäftigen. Und sowas, wir haben es ja eben gehört, das hat wahnsinnig wirtschaftliche Bedeutung. Und deswegen glaube ich, dass wir da handeln müssen. Wie schnell kann die Bundesregierung da handeln, uns eine Vorlage geben? Und strebt die Bundesregierung den Strafbestand geringfügiger Fehler oder Formfehler ein? Also die meisten Sachen sind ja, hast ein Komma im Impressum vergessen oder den Anfangsbuchstaben statt den vollen Namen ausgeschrieben. Also das sind geringfügige Dinge, wo sich kein Mensch darüber aufregen würde. Im Normalfall wäre auch keiner betroffen. Kein Wettbewerber würde sich darüber aufregen. Aber die Abmahnvereine loten das aus und schicken dicke Abmahnungen. Vielen Dank. Dank. Dann hat Herr Dr. Ernst das Wort und anschließend die Frau Dr. Rechtsanwältin, Frau Rappelmund. Dankeschön. Ich versuche gerne, Ihre Fragen zu beantworten. Nur so konkret sind die Überlegungen noch nicht. Und man muss sich auch überlegen, ob man in die Richtung geht. Ob man hier an den Begriff einer bestimmten Unternehmensgröße anknüpft.
ist erstens in der Praxis sehr schwer durchzuführen, gerade wenn wir im Bereich der wirklich Kleinstgewerbetreibenden sind. Denn hier an verlässliche Größen anzuknüpfen, wie Umsatzerlöse oder ähnliche Dinge, scheitert häufig schon daran, dass in diesem Bereich zwar eine Buchführung erfolgen wird, wenn es denn jedenfalls eine steuerpflichtige Tätigkeit ist, dass hier aber Bilanzen aufgestellt werden, was dafür Voraussetzung wäre, ist sicherlich dann eine Anforderung, die hier deutlich überhöht wäre. Also wir denken eher daran, nach Maßnahmen, wie ich sie beschrieben habe, zu versuchen, dem Missbrauch der Abmahnung entgegenzutreten. Es muss auch überlegt werden, es ist so eine Diskussion, kein Ergebnis, kann ich selbstverständlich vorwegnehmen, ob man tatsächlich Kleinunternehmer völlig aus der Verpflichtung zur Beachtung bestimmter gesetzlicher Vorschriften herausnehmen will. Das ist nämlich das, was Sie im Grunde vorschlagen. Wenn Sie das wollen, müssen eigentlich die zugrunde liegenden Vorschriften geändert werden. Also hier muss man genau aufpassen, aus unserer Sicht jedenfalls, aber ich sehe Sie dankenswerterweise ja zustimmend nicken, dass man hier auch praktikable und systemgerechte Lösungen findet, was sicherlich etwas ist, was wir anstreben. Aber ich denke, auch diese Diskussion zeigt ja schon, ganz so einfach ist das auch nicht. Wir bemühen uns, um auch diesen Teil Ihrer Frage zu beantworten, baldmöglichst hier klare Aussagen zu treffen und auch einen Gesetzentwurf vorzulegen. Aber ich kann im Moment hier nicht verbindlich irgendein festes Datum nennen. Tut mir leid. Vielen Dank. Dann Frau Rappelmund, bitte. Ja, vielen Dank. Ich möchte mich noch mal ganz kurz vorstellen, weil ich nicht als Rechtsbeistand für Frau Dietrich hier dabei bin, sondern weil sie gesagt hat, dass ich eben schon jahrelang Erfahrungen mit Abmahnungen, mit Wettbewerbsrecht habe. Ich bin beim Deutschen Industrie- und Handelskammertag für Wettbewerbsrecht zuständig und habe seit 2001 langjährige Erfahrungen mit Abmahnungen, Abmahnmissbrauch, weil die Unternehmen, die von Abmahnungen betroffen werden, sich eben ganz häufig an die Industrie- und Handelskammern wenden, was sie denn jetzt tun sollen, ganz verzweifelt häufig. Und wir sind also schon seit dem Zeitpunkt und auch vor meiner Zeit schon aktiv dabei, immer wieder zu versuchen, das Gesetz auch so anzupassen, dass das wirksam ist gegen Abmahnmissbrauch. Letztes Jahr haben wir uns dann mit mehreren Wirtschaftsverbänden zusammengetan, um ganz konkrete Lösungen zu entwickeln. Und damit komme ich dann auch zu Ihren Ansätzen. Ich denke nicht, dass man tatsächlich bei den Abgemahnten ansetzen kann. Weil, wie Herr Dr. Ernst schon gerade gesagt hatte, man kann jetzt nicht sagen, die Regelungen, die wir für Verbraucherschutz bekommen haben, auch aus der EU, die gelten dann einfach für kleine Unternehmen nicht. Das wäre kontraproduktiv. Man muss tatsächlich eher an der Seite der Abmahner ansetzen. Da ist die Klagebefugnis ein Ansatzpunkt. Und da muss man sich die verschiedenen Abmahnungsmöglichkeiten anschauen. Die Wettbewerber, da muss man tatsächlich schauen, die sind durch diese einfach gelagerten Fälle, durch diese Bagatellen, durch die Formvorschriften nicht wirklich im Wettbewerb betroffen. Kein Kunde wird zu dem einen Unternehmer gehen, weil der die Klausel richtig hat und der andere nicht und umgekehrt. Das heißt, der kleine Formfehler führt nicht wirklich zu einer Wettbewerbsverzerrung. Muss er dann abmahnen können? Zumindest müsste er aber mehr offenlegen, schon in der ersten Abmahnung, dass er wirklich Wettbewerber ist. Bisher steht da häufig pauschal einfach drin, ja, ich bin dein Wettbewerber. Und dann kann man als Abgemahnter auf die Suche gehen, ob man denn einen Shop findet und ob der wirklich Produkte hat und seit wann der schon tätig ist. Oder ob das ein Fake-Shop ist, dass da nur Produkte drinstehen, die man tatsächlich gar nicht kaufen kann. Das sind also die beiden Ansatzpunkte bei dem Mitbewerber. Bei den Verbraucherschutzvereinen gibt es bereits die Liste der qualifizierten Einrichtungen. Die werden vorher durch das Bundesamt für Justiz geprüft. Aber auch da gibt es leider schwarze Schafe, die durch diese Prüfung durchgehen. Und wenn sie einmal drinstehen in der Liste, dann kriegt man sie auch nicht mehr raus. Und die Richter, die dann im Gerichtsprozess gesagt bekommen, aber jetzt schau dir doch mal an, die machen rechtsmissbräuchliche Abmahnungen, die prüfen das gar nicht mehr, weil die schauen nur in die Liste und sehen, der steht da drin. Und dann ist das für die eindeutig, dass der aktiv legitimiert ist. Das heißt, da müssten die Kriterien geschärft werden. Da müsste dann auch regelmäßig mal hingeschaut werden, was das denn für Abmahnungen sind, die der einzelne Verein dort regelmäßig macht, womit er seine Einnahmen erzielt. Das heißt, man müsste schauen, sind das lauter Bagatellfälle, 0815-Fälle oder hat der tatsächlich auch Fälle,
wo grundsätzliche Rechtsfragen geklärt werden, was dann hochgeht bis zum BGH. Das wäre was Seriöses. Aber wenn der Tausende von Fällen nur von diesen Bagatellfällen hätte, dann müsste man ihm die Abmahnbefugnis vielleicht auch entziehen. Und der dritte Fall, das sind die Wettbewerbsvereine. Da ist es bisher so, die müssen eine erhebliche Zahl von Mitbewerbern aus der entsprechenden Branche als Mitglieder haben. Aber das lässt sich nicht nachweisen. Das heißt, der Abgemahnte bekommt eine Abmahnung von einem solchen Wettbewerbsverein. Der behauptet einfach, ich bin abmahnbefugt. Und wenn dann der Abgemahnte fragt, ja, leg mir doch mal dar, dass du tatsächlich Mitglieder hast, dann sagt er, das muss ich erst im Gerichtsverfahren vorlegen. So, und wenn das dann zum Gerichtsverfahren kommt, dann legt er da eine Liste von angeblichen Mitgliedern vor. Die lässt sich aber nicht wirklich prüfen. Beziehungsweise, wenn man denn mal prüft und genauer hinschaut, dann stellt man fest, da sind Doppelnennungen drin, da wissen die Leute gar nicht, dass sie Mitglied sind. Die sind vielleicht selber nur reingegangen, weil sie vorher abgemahnt worden sind. Oder es gibt die Unternehmen gar nicht.